Vegans for Future in Oldenburg. Wir sind heute mit einem Stand am Leffers Eck. So. Also ich habe hier ein Quiz und zwar geht es hier darum, dass ja Kuhmilch und Pflanzenmilch, hat alles, was wir konsumieren, hat ja Auswirkungen auf die Umwelt, Ressourcenverbrauch, Landverbrauch, Energieverbrauch und damit ja auch immer eine Umweltverschmutzung, die einhergeht. Und hier wird jetzt verglichen Kuhmilch, Sojadrink und Haferdrink. Und jetzt in dem Quiz geht es darum, was davon wird jetzt nun das mit 100% sein? Kuhmilch, Sojadrink, Haferdrink und was sind die anderen beiden? Kuhmilch war immer das mit am meisten, es wird einfach 100% gesetzt und im Vergleich dazu machen Sojamilch und Haferdrink einfach viel weniger an Treibhausgasen und so weiter. Ja. Es ist tatsächlich so, dass Hafermilch bis auf Treibhausgase immer besser abschneidet. Also ungefähr 90% weniger ein Liter Hafermilch im Vergleich zu einem Liter Kuhmilch, wenn man den so fertig kauft, was dazu beiträgt. Ein bisschen natürlich immer noch. Ne? Man hat trotzdem die Transportwege, man hat trotzdem Verpackungskosten, man hat trotzdem Energieverbrauch und so weiter. Man wird nichts finden, was man konsumieren kann, was gar nicht dazu beiträgt. Mhm. Aber es ist doch ein gewaltiger Unterschied. Meine Quelle jetzt für dieses Quiz, die habe ich genommen aus, von der Homepage der Albert-Schweitzer Stiftung und hier ist noch der Text dazu. Im Durchschnitt wird bei der Herstellung von einem Liter Kuhmilch oder hat die gleiche Klimawirkung wie ein Liter Benzin, wenn man verbrennt. Ne? Mhm. Und das ist schon was, was eine Rolle spielt, was jeden Tag in vielen Litern hier produziert wird. Okay. Also wenn man jetzt Pflanzenmilch oder Pflanzendrink und Kuhmilch vergleicht, Kuhmilch schneidet immer am schlechtesten ab. Mandelmilch ist auch nicht so ratsam, wenn es einem um die Ökobilanz geht. Aber alles ist besser als Kuhmilch. Genau. Die Produktion von einem Liter Mandelmilch im Vergleich zu Kuhmilch ist nur ein Zehntel der Menge an Treibhausgasen, was freigesetzt wird. Allerdings wird dafür 17 Mal mehr Wasser verbraucht, weil das eben in der kalifornischen Wüste angebaut wird. Und da braucht man natürlich, muss man da Wasser herschaffen. Ne? So, hallo. Hi. Du machst also auch mit bei Laufen gegen Leiden. Genau, ich bin seit Ende 2019 Vereinsmitglied. Aha. In dem Verein. Also ich habe ein paar Jahre vorher schon angefangen zu laufen und bin dann vegan geworden und auf den Verein gestoßen. Und das ist Deutschlands erster veganer Laufverein. Und ich so, das passt ja super. Also quasi mit dem Laufen auch die vegane Ernährungsweise den Menschen nahe bringen. Wir haben auch so Laufshirts, da steht dann drauf Laufen gegen Leiden und so ein kleiner Schriftzug mit vegan und hinten unsere Homepage. Die hat das, glaube ich, entwickelt daraus, was darf man eigentlich essen, ohne den Planeten zu schädigen. Und da sind natürlich gerade die tierischen Lebensmittel ganz erheblich gesunken.